So, hallo, herzlich willkommen wieder hier aus dem Augusta in Bochum, aus dem Kreißsaal, aus unserem alternativen Kreißsaal. Wie jede Woche heute wieder unsere kurze Live-Story. Letzte Woche hatten wir eine Doula hier, die Doula Alexandra. Und heute passend dazu das Thema Hypnobirthing. Und ja, genau, ich darf euch die Henriette Kortekamp vorstellen von Hypnobirthing Essen. Und die wird uns jetzt mal so ein bisschen einführen in die Thematik des Hypnobirthings. Genau. Gerne dürft ihr Fragen stellen zwischendurch, wie immer. Und ja, dann legen wir los. Hallo. Ja, schön, dass ihr hier zur Insta-Live-Story gefunden habt und danke auch für die Einladung an den Herrn Gottschlich. Ich stelle mich erstmal nochmal vor und erkläre, ja, wie ich überhaupt zu Hypnobirthing gekommen bin. Ich bin Henriette, bin 34 Jahre alt, Mama von drei Kindern und Hypnobirthing-Coach in Essen. Ich habe meine erste Tochter vor 12 Jahren bekommen und dafür war ich damals noch in einer sehr großen Klinik und hatte mich zwar mit einem Geburtsvorbereitungskurs vorbereitet, habe aber unter der Geburt gemerkt, dass es nicht so ganz reicht und ja, letztendlich war die Geburt in Ordnung, aber sie war nicht so das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte und selbstbestimmt war sie auch nicht. Also wusste ich nach der Geburt, dass ich es ja, beim nächsten Kind auf jeden Fall anders machen muss. Als ich das zweite Mal schwanger war, habe ich viel recherchiert, viele Bücher gelesen und bin unter anderem eben auch über dieses Buch gestolpert von der Marie F. Mongan, Hypnobirthing. Habe mir das bestellt, habe es gelesen und es hat wirklich meine komplette Einstellung zu Schwangerschaft und Geburt verändert. Und ich habe mir eine Hausgeburtshebamme gesucht und damals mein zweites Kind dann ganz entspannt zu Hause geboren. Bei meinem dritten Kind war dann klar, dass ich mich wieder mit Hypnobirthing vorbereiten möchte. Dieses Mal wollte ich aber wirklich auch einen Kurs belegen, weil ich gemerkt hatte, es ist zwar schön, das Buch zu lesen, aber so die Übungen, da bin ich nicht richtig reingekommen und bräuchte noch ein bisschen einfach mehr Unterstützung und Übung aus so einem Kurs. Und außerdem habe ich es sehr genossen, mit meinem Mann gemeinsam sich nochmal ganz bewusst auf das dritte Kind vorzubereiten und die Zeit wirklich nochmal diesem Baby zu schenken. Ich hatte dann auch wieder eine Hausgeburt mit der gleichen Hebamme, ein wunderschönes Erlebnis. Und danach war für mich klar, dass ich einfach meine ja, Erfahrungen und das, was ich mir angelesen hatte, gerne weitergeben möchte und damit vielen anderen Mamas auch ja, die Möglichkeit geben möchte, so eine schöne, positive Geburtserfahrung zu erleben. Ich habe mich dann ausbilden lassen bei der Hypnobirthing-Gesellschaft Europa. Und habe dazu noch eine Ausbildung als Hypnotiseurin gemacht, um noch das Hintergrundwissen ein bisschen zu vertiefen und gebe jetzt seit über einem Jahr Kurse in Essen, durfte schon einige Mamas begleiten, jeweils auf ihrem individuellen Weg zur Geburt, ganz egal, ob die Mamas zu Hause bleiben möchten, ob sie ins Geburtshaus gehen oder wie es eben meistens der Fall ist, sich eine Klinik für die Geburt aussuchen und auch egal, ob es das erste Kind ist, das zweite oder das dritte. Ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, was Hypnobirthing überhaupt ist und ich gehe am Ende auch darauf ein, wie so ein Kurs aussehen würde. Woher kommt Hypnobirthing überhaupt? Der englische Geburtshelfer Dr. Grantly Dick Reed, der praktizierte ungefähr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und er machte interessante Beobachtungen. Er stellte fest, dass ja, Frauen, die Angst vor der Geburt haben, Angst vor Schmerzen haben, auch angespannt sind unter der Geburt und ja, so nicht die entspannteste Form einer Geburt erleben. Er schrieb ein Buch, Mutter werden ohne Schmerz, und hielt dort eben seine Beobachtungen fest. Und sein Ansatz war daraufhin, dass man erstmal die Frauen informiert über den Geburtsablauf und was eigentlich alles passiert im Körper, so dass die Frauen keine Angst mehr haben müssen und dass sie Entspannungstechniken gelehrt bekommen und ja auch die tiefe Atemtechniken lernen. Er ist bis heute der Pionier der natürlichen Geburt und auch Vorreiter von Hypnobirthing. Marie F. Mongan, die Autorin des Buches,
hat sich in ihrer ersten Schwangerschaft ja selbst mit dem Buch von Dr. Grantley Dick Reed vorbereitet und ja, sie war davon überzeugt, dass eine schmerzarme Geburt möglich sein kann. Als ihre erste Mal schwanger war, entwickelte dann das Hypnobirthing-Programm. Sie lehrte es ihrer Tochter und ja, im Januar 1990 ist damals das erste Hypnobirthing-Baby geboren. Es dauerte dann noch ein bisschen. Ja, eigene friedvolle Geburt vorbereiten. Hypnobirthing ist dabei vor allem ein mentales Training. Und wenn wir da mal in den Leistungssport gucken, dann ist es da schon seit Jahren üblich, dass sich die Leistungssportler nicht nur physisch auf ihren Wettkampf vorbereiten, sondern eben ganz viel durch mentale Vorbereitung läuft. Und das macht sich auch Hypnobirthing zum Nutzen. Die Frauen werden bestärkt, ja, ihrem Körper zu vertrauen und bereiten sich einfach mit positiven Gedanken auf die Ankunft ihres Babys vor. Denn es sollte nichts anderes sein als der schönste Tag im Leben und einfach eine Feier des Geburtstags des Babys. Ich komme zu den physiologischen Prozessen, die Teil von Hypnobirthing sind. Bei Hypnobirthing lernst du, was während der Geburt eigentlich in deinem Körper passiert, wie deine Gebärmutter arbeitet, wie die Wehen oder wie wir im Hypnobirthing sagen Wellen entstehen und welche Rolle auch Hormone auf dem Weg zu deiner Geburt spielen. Wie kannst du deinen einfach Körper unterstützen in dem, was er sowieso tut, um deine sanfte Geburt zu erleben? Hypnobirthing klärt dabei auf und mir persönlich ist es ganz wichtig, dass die Eltern einen eigenverantwortlichen Umgang mit der Geburt finden, dass sie wissen, was sie möchten und dass sie selbstbestimmt ihre Geburtserfahrung ja, erleben können. Aber Hypnobirthing ist nicht nur das, sondern in der Schwangerschaft genutzt eben auch schon durch die Entspannungstechniken und wir lernen etwas über die richtige Körperhaltung, über die Ernährung, sodass ihr auch die Wochen vor der Geburt schon möglichst positiv erleben werdet. Zu den Entspannungstechniken ganz konkret. Es ist der Schlüssel zur einfachen und eventuell auch schmerzarmen Geburt, entspannt an die Sache heranzugehen. Wenn die Muskeln ihrer ganz natürlichen Aufgabe nachkommen können, insbesondere die Muskeln der Gebärmutter, und man damit die Geburt ja, in Harmonie mit dem eigenen Körper erleben kann, dann hat man ein weites Stück geschafft auf dem Weg zur friedlichen Geburtserfahrung. Wie kann jetzt Selbsthypnose dabei helfen? Wie kommt man in diesen trance-ähnlichen Zustand, der diese entspannte Geburt ermöglichen soll? Und wie kann auch der Geburtsbegleiter dabei unterstützen? Und Hypnobirthing macht sich da eigentlich diesen sehr natürlichen Zustand der Hypnose zunutze und lehrt eben diese Techniken, die der Körper in einer Geburt eigentlich auch schon von ganz alleine finden kann. Aber ihr bekommt eben gelehrt, diese Techniken ganz bewusst einzusetzen. Und auch wenn du jetzt denkst, bist vielleicht nicht der richtige Typ für Entspannung oder für diese Meditation, dann solltest du es einfach mal ausprobieren, weil ich häufig ja schon Mütter gehört habe, die dann festgestellt haben, wie gut ihnen doch die Entspannungseinheiten tun und dass sie das sogar nach der Geburt noch in ihrem Alltag mit einbauen konnten. Eine ganz besondere Säule des Hypnobirthing-Programms ist die Vorbereitung des Geburtsteams. Wir bereiten nicht nur die Frauen auf die Geburt vor, sondern eben ganz besonders auch den Partner oder die Partnerin. Aber auch die Beziehung zu eurem Baby ist besonders wichtig. Und so werdet ihr vorgeburtliche Bindungsübungen kennenlernen und erleben und ja einfach die Beziehung zu eurem ungeborenen Baby vertiefen. Dein Geburtsbegleiter spielt im Hypnobirthing eine tragende Rolle.
Er bekommt im Kurs, genau wie du, einen Werkzeugkoffer voll mit Möglichkeiten, sodass er dich einfach unter der Geburt unterstützen kann, nicht nur daneben steht und sich vielleicht ein bisschen passiv und überflüssig fühlt, sondern wirklich auch was mitbekommt, was er konkret machen kann. Dennoch ist es natürlich auch möglich, wenn der Partner nicht kann, den Kurs alleine zu besuchen und zu Hause vielleicht ein bisschen zu erzählen, was du mitbekommen hast, was du erlebt hast. Das sollte auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium für einen Kurs sein, wenn der Partner keine Zeit hat. Die Vorteile von Hypnobirthing. Das Schönste ist, dass die Mutter und der Geburtsbegleiter einfach mit einer großen Vorfreude ihre Geburt planen. Und das merke ich im Kursverlauf. In der ersten Einheit sind viele noch ein bisschen zurückhaltend und wissen gar nicht, was so genau auf sie zukommt, sind ängstlich, was ihre Geburt betrifft. Und spätestens nach der letzten Einheit gehen sie mit einem Lächeln nach Hause, wissen, wie sie die nächsten Wochen verbringen wollen und freuen sich einfach auf ihre Geburt, was sie sich am Anfang teilweise noch gar nicht vorstellen konnten. Das Angst-Spannungs-Schmerz-Syndrom, was Dr. Grantley Dick Reed beschrieben hat, kann mit Hypnobirthing vermieden werden. Und so wird auch die Notwendigkeit künstlicher Schmerzmittel oder auch Interventionen verringert. Die Eröffnungsphase der Geburt kann um einige Stunden verkürzt werden. Ganz einfach deshalb, weil du lernst, mit deinem Körper zu arbeiten. Und wenn du dir vorstellst, dass du die Wehen oder eben die Wellen als nichts Negatives siehst, sondern als etwas Positives und dir dabei denkst, dass dir jede Welle dein Baby ein Stück näher bringt, dann kannst du einfach mit deinem Körper arbeiten und so kann auch die Geburtsarbeit schneller voranschreiten. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Geburtsbegleiter bekommt eine wesentliche Rolle im Hypnobirthing und das ist auch ein großer Vorteil, den gerade die Papas spüren, aber natürlich auch die Frauen, wenn sie wissen, ihr Mann ist bei ihnen an der Seite oder ihre Frau ist bei ihnen an der Seite und kann unterstützen. Die Bindung von Mama, Baby und Geburtsbegleiter wird durch den Kurs nochmal auf eine besondere Ebene gehoben und davon profitiert man nicht nur unter der Geburt, sondern natürlich auch in der Zeit danach. Ja, wie sieht so ein Kurs jetzt eigentlich aus? Im Kurs erarbeiten wir gemeinsam das Verständnis für euren Körper und dass der Körper eben dafür geschaffen ist, die Geburt ganz natürlich zu erleben. Woher aber auch der Mythos kommt, dass Schmerz immer zu Geburten dazugehören muss und ein normaler Bestandteil sein soll. Warum Frauen in anderen Kulturen hingegen auch fast ohne Schmerzen oder ohne Beschwerden gebären. Ihr lernt Entspannungs- und Selbsthypnose-Techniken, die eben die Angst runterfahren, die Anspannung runterfahren und euch stattdessen Ruhe, Zuversicht und Wohlbefinden bringen. Ihr lernt Atemtechniken kennen, die jede Phase eurer Geburt begleiten und die ihr einfach nutzen könnt und selbst auch schon für die Zeit nach der Geburt noch brauchen könnt, die einfach euren ganzen Alltag danach bestimmen können. Und selbst die Papas können einige Atemtechniken nutzen, selbst wenn es um ihren Job geht und sie gar nicht dabei an Geburt denken. Der Kurs ist so aufgebaut, dass ihr einige theoretische Informationen bekommt, dass wir Praxiseinheiten zum Üben haben, zum Beispiel Massagetechniken, dass wir natürlich Entspannungseinheiten haben und dass es selbstverständlich offene Fragerunden gibt, wo ihr all eure Fragen rund um Geburt und auch die Planung der Geburt, wo soll sie stattfinden, wer soll dabei sein, könntest du eine Doula mit zur Geburt nehmen, wo all das Raum findet, sodass ihr eure selbstbestimmte Geburt planen könnt. Der Kurs dauert ca. 12 Stunden, ist in der Regel verteilt auf 4 Einheiten im wöchentlichen Abstand und man sollte den Kurs, ich empfehle immer ungefähr ab der 20. bis zur 34. Schwangerschaftswoche beginnen. Wenn du sehr viel früher starten möchtest, ist es auch möglich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frauen gerne starten, wenn sie schon ein bisschen Bauch haben und so die ersten Bewegungen ihres Babys spüren. Du kannst auch nach der 34. Schwangerschaftswoche noch starten. Solltest aber wissen, dass eben die Techniken auch geübt werden müssen und dass du ein bisschen mehr Motivation bringen musst, auch in kürzerer Zeit eben das Thema noch zu vertiefen. Schön ist es natürlich, wenn man früh startet, weil man dann einfach mit dieser Freude durch die nächsten Schwangerschaftswochen geht und die Schwangerschaft ganz anders genießen kann.
Bei mir kostet der Kurs 370 Euro. Darin enthalten ist dieses Buch, das passende Elternhandout, wo es in Kurzform nochmal nachzulesen ist. Ihr bekommt Audio-Entspannungstracks zum Download. Ihr habt eine Beratung bis zur Geburt und darüber hinaus. Könnt euch jederzeit melden, wenn ihr nochmal was vergessen habt oder wenn ihr nochmal einen Tipp braucht. Und natürlich bekommt ihr gesunde Snacks und Getränke während des Kurses. Es soll einfach eine Wohlfühlatmosphäre sein und ihr sollt den Kurs natürlich genießen können. Wer darüber hinaus jetzt noch Fragen hat, kann jederzeit auf meiner Homepage vorbeigucken, hypnobirthing-essen.de, kann sich melden, telefonisch oder per E-Mail. Und wer jetzt nicht aus Essen oder Umgebung kommt, der kann bei der Hypnobirthing-Gesellschaft Europa auf die Homepage gucken. Das ist hypnobirthing.de und dort gibt es eine Postleitzahlsuche, sodass ihr euren persönlichen Kursleiter finden könnt. Ja, das wäre es soweit von mir. Und wenn es keine Fragen gibt, aktuell nicht. Sehr schön. Ich habe nichts zu fragen. Okay. Wie ist denn das mit, wenn man jetzt einen Kaiserschnitt bekommen muss, macht es dann auch Sinn, so einen Hypnobirthing-Kurs zu besuchen? Oder ja, also natürlich streben wir in der Regel erstmal eine natürliche Geburt an. Manchmal kommt es ja aber eben auch zu einem Kaiserschnitt, den man vorher gar nicht so geplant hatte. Und auch dann berichten die Frauen, dass sie diese Entspannungstechniken einfach nutzen konnten. Wir informieren im Kurs natürlich auch, was ist, wenn die Geburt mal nicht ganz so läuft, wie man sich das gewünscht hatte. Dann eben auch ruhig zu bleiben, wie gesagt, die Entspannung zu nutzen. Und alles, was Bindung und was die Vorfreude vorher anging, das hat man natürlich trotzdem mitgenommen. Und es gibt auch bestimmt nochmal eine Nachbesprechung nach der Geburt, oder ist das? In der Regel machen wir, also ich mache Nachtreffen, die jetzt lange nicht stattfinden konnten wegen Corona. Ich hoffe, dass wir das bald wieder machen können, weil niemand will jetzt mit seinen Babys dann allen nochmal zusammen in den Raum kommen. Aber ich stehe immer für Nachbesprechungen zur Verfügung. Viele Mamas melden sich eben, wenn das Baby geboren ist und auch wie es gelaufen ist, auch für mich als Rückmeldung, auch wo ihr Baby geboren ist. Und ja, wer da noch eine konkretere Nachbesprechung wünscht, darf sich jederzeit bei mir melden und dann können wir das machen. Genau. Gut. Manchmal ist noch eine Frage, die häufig kommt, wie das mit den Kosten aussieht, ob das übernommen wird. Und tatsächlich ist es leider noch so, dass die wenigsten Krankenkassen einen Anteil übernehmen. Es ist eine reine Privatleistung. Es lohnt sich immer, bei seiner Krankenkasse nachzufragen und die Rechnung einzureichen. Aber man sollte erstmal davon ausgehen, dass man das selbst finanziert. Dann kann man natürlich eine Ratenzahlung vereinbaren. Ich sage das immer so, dass ja die Geburt des Babys ein so besonderer Tag ist, ähnlich wie eine Hochzeit, wo die Menschen immer ja bereit sind, viel Geld zu investieren. Und dann denke ich, dann ist es vielleicht möglich, ja auch in die Vorbereitung des Geburtstages eures Babys genau ein bisschen ja Geld in die Hand zu nehmen. Vielleicht kann man sich es auch zur Geburt schenken lassen von lieben Verwandten, dass man nachträglich sagt, unser Baby braucht gar nicht so viel, das ist bestens versorgt. Schenkt uns lieber einen Anteil für den Kurs, den wir besucht haben. Genau. Schön. Müssen wir das Mikro zurück? Jo. Super. Ups. So, ja, vielen Dank, Henriette. Genau, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen was gelernt. Wir hatten aber durchaus schon einige Frauen auch hier zur Geburt, auch aus Essen, die Kurse besucht haben. Und ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich vorher ein bisschen auch mit Geburt beschäftigt und damit beschäftigt, wie man da gut durchkommt und einfach ein bisschen vorbereitet ist. Und ja, also viele machen auch Hausgeburten, die Hypnobirthing machen, aber man kann sicherlich das auch in der Klinik ganz gut umsetzen, zumindest hier bei uns sind wir da ganz offen und ja, lassen euch dann auch gerne machen und die Entspannungstechniken machen und unsere Hebammen finden das dann auch ganz klasse. Ist ja auch eine Unterstützung für die. Ja, sehr schön. Mich seht ihr morgen schon wieder. Morgen ist klassischer Infoabend, schon der 7. jetzt digital hier bei Instagram. Seit Corona und morgen um 17 Uhr melde ich mich dann auch wieder live.
wahrscheinlich wieder hier aus dem alternativen Kreissaal, es sei denn, der ist gerade belegt, dann muss ich wieder woanders hingehen. Genau, bis dahin wünsche ich allen alles Gute. Guckt auch in unser Archiv, da sind die ganzen oder fast alle bisherigen Live-Stories zu sehen und da findet ihr viele, viele Infos zur Geburt und zu uns hier. Genau, bis bald und nochmal einmal zurück. Jetzt nochmal Tschüss sagen.